Liebe Leute, nächste Woche Montag. Tja, wer einen Sohn hat, hat entweder jetzt einen Babysitter zu Hause oder ist ein Rabenelternteil. Endgeil, dass ihr alle kamt, denn hier wird gleich musikalisch abgesahmt. Wir sind so viele auf der Bühne, es wird eng, also nehmt es mit den Tanzschritten nicht ganz so streng. Der Künstler, der heute auftritt, naja, das ist wie Trockenbrot mit Aufschnitt. Da muss immer was zwischen sein, Streichware, komm, stimmt mit ein. Momo Show, yo! Momo Show, yo! Die Momo Show, yo! Die Momo Show, yo! Also ihr seid hier jetzt noch ein bisschen zu lahm drauf. Ich weiß, es ist die Scham auch. Da ist eine Platte, da sind Cuts drauf. Also bitte, Robotik, fällt sie kurz aus. Nein, ich rappe einfach krass drüber. Nach der Show seid ihr hoffentlich klüger. Ach, ich setze kurz mit dem Rap aus. Vielleicht setzen die Cuts dann wieder aus. Aha, ich krieg ein neues Instrumental. Das ist ja auch wunderschön. Ein gut gefüllter Saal. Also ich bitte jetzt schon mal die Instrumentalisten, die sich noch auf Klo verpissen. Ach, ich rede Quatsch, sie sind alle schon da. Steffen macht heute hier die Keyboards klar. Da hinten unterhält sich René mit André. Die machen Bass und Drums und spielen okay. Dann sitzt hier vorne ganz entspannt ein Mann mit Akustikgitarre, als Dave genannt. Dahinter verbirgt sich mit langen Haaren einer auch an den Gitarren. Er hat da Strom drauf, die E-Gitarre zum Maximum. Ja, Max, das ist sein Name. Da hätte ich schon alle vorgestellt. Ja, naja, was mir dann noch missfällt ist, dass hier zwei Mikros stehen, wo gleich Damen auftauchen. Background-Gesang kann man immer brauchen. Und es singen Veral und Saskia. Und mein Gehirn setzt aus, es ist unverschämt. Es ist ein Name, der bestimmt mit A beginnt. Anni. Annika, oder? Es ist mir unheimlich peinlich. Also seid nicht so gemein. Ich meine, ich kann mir doch nicht alles merken. Aber das geht ja schon. Es ist nicht persönlich gemeint. Es war so viel Reim und dann schlecht getimed. Aber bevor Anni weint, es sind Anni, Meral und Saskia. Die machen die Backgrounds klar. Also wenn ihr meint, dass es jetzt Zeit ist, dann zeigt mal mit Lärm, dass es soweit ist. Dass die Band... Ah, natürlich ein später Gast. Er kam eben rein und sagte, ich pack nicht die Badehose ein, nein, obwohl ich gerne mit dem Po saune. Er packt es gleich aus, ich stehe da und staune. Und dann läuft es ihm aus dem Gebläse raus. Da denkt man, wow, fuck, jetzt zieh mir die Hosen aus. Naja, es ist gut, wenn es stimmt, weil gleich beim ersten Song auch das Gebläse stimmt. Naja, nun verfranz ich mich, ich sage, ich freue mich zutiefst, euch den nun folgenden Sangesknaben vorzustellen. Sein Name ist Flow in Imbo. Und ich hoffe, er erscheint. Ich habe ihn